Oberbürgermeister Fritz Claus legt im Oktober den Grundstein für die Gesamtschule Bochum, die im Endausbau 2500 Schüler unterrichten wird. Derzeit ist das Schulsystem noch provisorisch im Gebäude an der Marktstraße untergebracht. Das 60-Millionen-Mark-Projekt wird Zug um Zug so errichtet, dass jeweils mit Beginn eines neuen Schuljahres die nächsten Jahrgänge in die fertiggestellten Gebäudeteile einziehen können. Die Gesamtschule erfreut sich bei der Bochumer Bevölkerung so großer Beliebtheit, dass zu Beginn eines Schuljahres in der Regel nur ein Fünftel aller Anmeldungen berücksichtigt werden können. Auch im Jahre 1972 mussten 1200 Kinder abgewiesen werden. Über die Vergabe der freien Plätze entscheidet das Los.